Ja, Leute, willkommen nicht zu Tomb Raider, sondern das ist einfach mal so ein kleines Hintergrundbild, was ich hier nutzen möchte. Und zwar, ich habe ja heute mir so gesagt, dass ich The Last of Us Part 2, also das aktuelle Let's Play, erstmal abgebrochen habe und erstmal runtergenommen habe vom Kanal. Der Grund ist einfach, ich habe aktuell einfach nicht so wirklich die große Lust auf The Last of Us Part 2. Da ich ab nächste Woche, ab dem 14. Des Monats, also ab 14.2. eben auch die Tomb Raider Remaster Trilogie angehen möchte und da ich jetzt auch nicht zu viele Projekte auf meinen Kanal bringen möchte und es dann in dem Fall dann schon drei große Hauptprojekte sind, die auf dem Kanal laufen, nämlich wie wir hier sehen Shadow of the Tomb Raider, Trace from Zero und eben die Tomb Raider Trilogie. Genau, und ich halt auch nicht jeden Tag eine Folge hochladen möchte. Habe ich eben mich kurzerhand dazu entschieden, The Last of Us Part 2 zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, wenn das ein oder andere Projekt fertig ist. Also wenn Shadow of the Tomb Raider zum Beispiel fertig ist, zum Beispiel könnte ich zum Beispiel The Last of Us Part 2 aufnehmen und dann nach und nach hochladen. Zum Beispiel. Aber ich habe momentan einfach nicht so viel Zeit für zu viele Projekte. Das soll einfach mal so als kleine Info dienen, falls ihr euch fragt, warum The Last of Us Part 2 erstmal verschwunden ist auf dem Kanal. Das heißt nicht, dass ich The Last of Us Part 2 gar nicht spielen werde. Ich werde es irgendwann spielen, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ne? Also nehmt es mir nicht übel. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis und wir sehen uns dann zu einem Projekt. Schaltet gerne ein. Gleichzeitig möchte ich mich aber für die Leute, die sich auf The Last of Us Part 2 jetzt gefreut haben, erstmal vertrösten und ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann in einer Folge von Shadow of the Tomb Raider, Trace from Zero, beziehungsweise der Tomb Raider Trilogie, die ab 14.02. starten wird. Vielen Dank fürs Einschalten.